Willkommen zu unserem How-to-Play von Star Trek Adventures. Mein Name ist Christopher Kurz vom Trekzone Network. In diesem Video besprechen wir, wie Star Trek Adventures moralische und persönliche Konflikte mittels Überzeugungen als Spielsystem integriert. Moralische Konflikte und Dilemmas sind ein Grundpfeiler jeder guten Geschichte. Die Figuren in Star Trek haben ein reiches Innenleben und sind motiviert durch starke individuelle und philosophische Überzeugungen, die häufig im Zentrum der Abenteuer stehen. Star Trek Adventures fördert diese Art von Geschichten mit einem eigenen Spielsystem. Auch wenn das Layout der Charakterbögen nicht einheitlich ist, solltet ihr einen Abschnitt mit Überzeugungen, im Englisch Values, auf dem Bogen finden. Dort stehen Glaubenssätze, die das Wertesystem des Charakters beschreiben. Frisch erstellte Charaktere haben meistens 4 Überzeugungen. Diese sollen die Weltsicht der Figur ausdrücken, ihre innerste Motivation, ihren Wesenskern, unerschütterliche religiöse, philosophische oder persönliche Wahrheiten, aber auch Konflikte und Widersprüche. Er wählt dafür frei Phrasen oder kurze Sätze, die die Überzeugungen der Figur deutlich machen. Überzeugungen habt ihr, damit ihr mit der Spielleitung entscheiden könnt, in welchen Situationen ihr Entschlossenheit, eure mächtigste Ressource, einsetzen könnt. Anders als Momentum ist Entschlossenheit keine Gruppenressource, sondern steht den Charakteren immer nur individuell zur Verfügung und wird eingesetzt, damit sie über sich hinauswachsen können. Um Entschlossenheit ausgeben zu können, muss sich euer Charakter in einer Situation wiederfinden, in der eine der formulierten Überzeugungen eine positive Rolle für ihn spielen kann. Die Spielleitung hat das letzte Wort, ob ihr einen Punkt Entschlossenheit einsetzen könnt. Dann habt ihr folgende Möglichkeiten. Eine perfekte Gelegenheit schaffen, sodass ihr einer Aufgabe in jedem Fall 2 sichere Erfolge hinzufügt, in einem Moment der Inspiration den kompletten Würfelpool einer Aufgabe ein zweites Mal würfeln, wo es aus Zeitgründen eigentlich nicht erlaubt wäre, mit einem Aktivitätsschub sofort eine weitere Aufgabe durchführen, getreu Picards machen sie es so, einen neuen Vorteil erschaffen oder euren Körper zwingen, trotz Verletzung weiterzukämpfen. Wir besprechen diese Möglichkeiten kurz im Einzelnen. Der Einsatz perfekte Gelegenheit wird vor dem Würfeln einer Aufgabe durchgeführt. Für einen Punkt Entschlossenheit kauft ihr einen W20 für euren Pool, der nicht regulär gewürfelt wird, sondern auf jeden Fall eine 1 zeigt und so 2 Erfolge zum Ergebnis beisteuert. Ein Beispiel: Euer Schiff ist in einem Traktorstrahl der Borg gefangen. Du möchtest versuchen, den Emitter des Würfels mit einem Antigravitonenblitz lange genug auszuschalten, um auf Warp zu springen. Für dich ist es eine Aufgabe auf Konzentration und Wissenschaft mit Schwierigkeit 4. Die Spielleitung sagt, dass bei einem Fehlschlag euch nicht mehr genügend Zeit für eine weitere Aufgabe bleibt, bevor die Schilde kollabieren und die Borg anfangen können, euer Schiff zu übernehmen. Das Schiff wird dich mit seinen Sensoren und der Technikabteilung unterstützen. Weil du in gar keinem Fall das Risiko eingehen willst, assimiliert zu werden, setzt du einen Punkt Überzeugung ein, um einen sicheren W20 mit der Augenzahl 1 zum Würfelpool hinzuzufügen. Du nutzt dazu die Überzeugung, die Naturgesetze sind auf meiner Seite. Du würfelst die beiden anderen W20 im Pool und wirfst einmal über und einmal unter dem Zielwert. Den 4. und entscheidenden Erfolg steuert das Schiff mit einem Wurf genau auf dem Zielwert bei. Mit einem doppelten und 2 einfachen Erfolgen ist die Aufgabe um Haaresbreite erfolgreich absolviert und euer Schiff kann sich lange genug aus dem Traktorstrahl befreien, um auf Warp zu springen. Der 2. mögliche Einsatz heißt Moment der Inspiration. Nachdem du das Ergebnis einer Aufgabe kennst, kannst du einen Punkt Entschlossenheit ausgeben, um den kompletten Würfelpool neu zu würfeln. Das 2. Ergebnis gilt dann. Aktivitätsschub ist die 3. Möglichkeit, Momentum einzusetzen. Für einen Punkt Entschlossenheit kann ein Charakter sofort im Anschluss an eine absolvierte Aufgabe eine weitere Aufgabe beginnen, auch wenn dies sonst nicht möglich wäre. Das ist im üblichen Spielgeschehen, das im Tempo eurer Erzählung voranschreitet, sehr situationsspezifisch, wie in dem Beispiel mit dem Borg-Traktorstrahl. Allerdings gibt es Spielsysteme wie den Kampf oder sogenannte erweiterte Aufgaben, in denen das Spiel in Runden abläuft und es sehr nützlich sein kann, sofort einen 2. Zug durchführen zu können. Machen Sie es so, ist nicht nur ein häufiger Befehl von Captain Picard, sondern die 4. Möglichkeit, einen Punkt Entschlossenheit einzusetzen. Für die Dauer der aktuellen Szene erschafft ein Charakter damit einen beliebigen Vorteil, der etwas Unmögliches möglich oder etwas Schwieriges leichter macht.
Die letzte Einsatzmöglichkeit ist das Ignorieren einer Verletzung. Dieser Einsatz unterscheidet sich von den vorgenannten darin, dass sie nicht an eine zutreffende Überzeugung gebunden ist, sondern von jedem Charakter jederzeit durchgeführt werden kann. Wichtig ist, dass durch den Einsatz die Verletzungen nicht verschwinden, sondern nur bis zum Szenenende ignoriert werden kann. Das ist hochgradig riskant, weil eine weitere Verletzung sofort tödlich ist. Entschlossenheit kann nicht nur ausgegeben werden, ihr könnt sie auch erhalten. Ihr könnt maximal 3 Punkte auf eurem Charakterbogen sparen. Am Anfang des nächsten Abenteuers startet ihr aber in jedem Fall wieder mit genau einem Punkt Entschlossenheit. Die erste Möglichkeit, zusätzliche Entschlossenheit zu erhalten, ist eine Komplikation zu akzeptieren, die sich aus einer Überzeugung ergibt. Wenn euer Charakter in eine Situation kommt, in der eine Überzeugung das Urteils- oder Handlungsvermögen beeinträchtigt, kann die Spielleitung euch anbieten, eine Komplikation dafür in Kauf zu nehmen und im Gegenzug einen Punkt Entschlossenheit zu erhalten. Ihr müsst das Angebot nicht annehmen, aber wenn ihr es tut, müsst ihr die Komplikation auch in Kraft treten lassen und nicht zum Beispiel durch 2 Punkte Bedrohung abgelten. Die zweite Möglichkeit, an Entschlossenheit zu gelangen, ist, eine Überzeugung oder Missionsdirektive zu hinterfragen. Direktiven sind die Befehle, die ihr am Anfang einer Mission erhaltet und einen erfolgreichen Ausgang beschreiben. Ihr dürft diese Option nur einmal pro Abenteuer verwenden. Dazu muss sich euer Charakter in einer Situation wiederfinden, in der er sich gezwungen sieht, eine Überzeugung oder eine Direktive zu hinterfragen. Ihr dürft dann die Überzeugung durchstreichen und nicht länger für den Einsatz von Entschlossenheit nutzen. Hinterfragte Direktiven streicht ihr nicht, sondern notiert sie auf eurem Charakterbogen. Dafür erhaltet ihr sofort einen Punkt Entschlossenheit. Nach der Mission müsst ihr eine gestrichene Überzeugung durch eine neue ersetzen, deren Formulierung die Weiterentwicklung eurer Figur im Lichte des gerade erlebten Abenteuers widerspiegeln sollte. Hinterfragte Direktiven werden stattdessen durch das Reputationssystem behandelt, sodass es für den Charakter zu disziplinarischen Konsequenzen für das Missachten von Befehlen kommen kann. Das war unsere Einführung in Star Trek Adventures. Wenn euch diese Videos geholfen haben, die grundlegenden Regeln zu verstehen und euch in ein erstes Abenteuer zu stürzen, freuen wir uns über Feedback, Likes und Kanalabonnements. Lasst uns außerdem gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch für weitere Videos für fortgeschrittene Spielsysteme wie zum Beispiel erweiterte Aufgaben, die wissenschaftliche Methode oder den Raumkampf interessiert. Zuletzt geht ein herzlicher Dank an Modiphius Entertainment, den Uhrwerk Verlag, Cryptic Studios und Perfect World Entertainment, die uns freundlicherweise die Nutzungsrechte für viele Textauszüge und Abbildungen eingeräumt haben, die ihr in dieser Videoserie seht. Der Uhrwerk Verlag hat uns zudem mit einem kostenlosen PDF-Exemplar des deutschen Grundregelwerks bei der Übersetzung dieser Videos unterstützt.